Ja, sehr viele offene Fragen, die es da noch gibt. Wir versuchen ein paar zu beantworten und schauen deswegen nach Dresden. Matthäus Wiechowski, Historiker und auch Russland-Experte, ist mir zugeschaltet. Herr Wiechowski, ich grüße Sie. Guten Morgen. Der Kreml versucht ja nun, und die Strategie ist, glaube ich, ziemlich klar, Bevölkerung beruhigen, diese Angriffe herunterzuspielen. Gelingt das tatsächlich? Naja, es ist sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, was die Bevölkerung tatsächlich denkt. Da ist es natürlich, da kann man jetzt keine Straßenumfragen machen. Das ist relativ schwierig. Es gab gestern ein Statement von Wladimir Putin, in dem er eben versucht hat, auch die ganze Sache zu erklären, sozusagen. Das war für putinsche Verhältnisse auch ein bisschen kleinlaut, fast kann man sagen, weil er meinte, ja gut, die Metropolregion Moskau ist eben sehr, sehr groß. Man könne nicht jeden Bereich so gut schützen und habe eben dadurch erklärt, warum das nicht funktioniert hat, was natürlich nicht gerade für die Stärke der russischen Flugabwehr eben spricht in diesem Fall. Was natürlich versucht wird, was auch Putin jetzt versucht, diese Angriffe sozusagen in einen größeren Kontext hineinzustellen, in das Narrativ, das er eben schon seit langer Zeit versucht zu etablieren, dass man eben sagt, dass, ich zitiere wörtlich, das Territorium, das als Ukraine bezeichnet wird, sei eben für terroristische Anschläge verantwortlich. Es sei eben eine Gruppe von Neonazis in Anführungszeichen, die dort regieren würde, die eben dort terroristisch vorgehen würde. Und das ist eben das, was Putin sozusagen versucht auch zu spinnen, das, was er eben immer macht, das in diesen größeren Kontext einzubetten, zu sagen und zu rechtfertigen, warum diese sogenannte Spezialoperation eben notwendig sei. Interessant ist, dass er sozusagen die Ukraine als Staat in diesem Fall, in diesem Statement gestern gar nicht richtig anerkennt, zum einen, dass er sagt, dass es sei eben nur ein Territorium, zum anderen eben sagt, dass dort der in Anführungszeichen Westen die Herrschaft übernommen hätte und von dort eben von diesem sogenannten Anti-Russland aus versuchen würde, Russland eben anzugreifen. Und trotzdem muss man sagen, es gab jetzt keine Sitzung des russischen Sicherheitsrats. Es gab vergleichsweise eigentlich eine relativ geringe Reaktion, wenn man das vergleicht. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können, ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.